Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man so ein schönes Herzchen machen kann. Das kann man so krumm lassen und als Schale benutzen. Und man kann das auch platt drücken, ganz vorsichtig. Und dann als Tischdecke nutzen. So ein Herz zu machen, benötigen wir insgesamt 275 gelbe Module. Das sind 9 DIN A4 Blätter und dann 201 rote Module. Das sind 7 DIN A4 Blätter. Also insgesamt 9 gelbe und 7 rote DIN A4 Blätter. Wie man solche Module vorbereitet, findet ihr auf meinem Kanal Iras Kreativideen. Wir fangen mit den gelben Modulen an, halten den mit der breiten Seite zu uns und dann ziehen wir auf jeden Stift ein Modul drauf. Bei der dritten Reihe fangen wir links an, auf dem linken Stift ziehen wir ein Modul drauf. Mit dem zweiten Modul verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Und mit dem dritten Modul ziehen wir auf den vierten Stift drauf. Ab der vierten Reihe machen wir alles nach der Skizze. Die habe ich jetzt vorbereitet. Die schwarzen Haken stehen für die gelben Module und Die rote Haken stehen für die rote Module. Also wir machen jetzt die Reihe 4. Drei Reihen haben wir ja fertig. So, bei der vierten Reihe sehen wir 4 schwarze Haken. Das heißt, wir brauchen 4 gelbe Module. Und wir fangen ganz links an. Einen Modul ziehen wir ab den linken Stift, mit dem zweiten verbinden wir zweiten und den dritten Stift, mit dem dritten verbinden wir vierten und den fünften Stift und den vierten ziehen wir auf den sechsten Stift drauf. Jetzt haben wir die Reihe 4. Jetzt gucken wir uns die Reihe 5 an und da sind zweimal gelb drei. Einmal rot und zweimal gelb. Zweimal gelb. Einmal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder links an. Auf den ersten Stift ziehen wir ein Modul drauf. Mit dem zweiten Modul verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Dann ist roter Modul drauf und dann ist wieder gelb dran und auf den letzten Stift ziehen wir wieder gelb drauf. Jetzt haben wir die Reihe und jetzt gucken wir die Reihe 6 an. Zweimal gelb, zweimal rot, zweimal gelb. Wir fangen wieder ganz links an. Auf den ersten Stift ziehen wir einmal gelb drauf. Jetzt verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Dann ist zweimal rot dran. Mal zweimal. Und jetzt wieder zweimal gelb. Die sechste Reihe haben wir jetzt fertig. Gucken wir uns die siebte Reihe an. Zweimal gelb, dreimal rot. Also wir fangen wieder ganz links an. Auf den ersten Stift einen Modul drauf ziehen, den zweiten und den dritten Stift mit einem Modul verbinden. Jetzt sind rote Module dran. 1, 2 und 3. Und nochmal 2 gelbe.
haben wir die Reihe 7 fertig. Jetzt ist die Reihe 8 dran. Zweimal gelb, viermal rot und zweimal. Und wir fangen wieder ganz links an. Auf den ersten Stift ziehen wir ein Modul drauf. Und mit dem zweiten gelben verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Und dann sind vier rote Module dran. Und jetzt zwei gelbe. Die Reihe 8 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 9 an. Zweimal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder ganz links an. Auf den ersten Stift ziehen wir ein Modul drauf. Und im zweiten verbinden wir den zweiten und den dritten. Und jetzt sind zweimal rote Module drin. Dann ist einmal gelb dran, zweimal rot und zweimal gelb. Auf den letzten Stift ziehen wir nur einen Modul drauf. Die Reihe 9 haben wir jetzt fertig. Jetzt ist die 10. Reihe dran. Zweimal gelb, zweimal rot, zweimal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder ganz links an. Zweimal gelb. Auf den ersten Stift ziehen wir wie immer einen Modul drauf. Dann mit dem zweiten verbinden wir den zweiten und den dritten. Jetzt sind zwei rote dran, zwei gelbe, zwei rote und wieder zwei gelbe. Die Reihe 10 haben wir jetzt fertig gemacht. Jetzt ist die Reihe 11 dran. Zweimal gelb, zweimal rot, dreimal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Fangen wieder mit dem gelben an, ziehen wir auf den ersten Stift drauf. Dann ist noch ein gelber dran. Verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Jetzt sind zwei rote dran. Drei gelbe. Wieder zwei rote und zwei gelbe. Die Reihe 11 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 12 an. Zweimal gelb, zweimal rot, viermal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Fangen wir immer ganz links an. Auf den ersten Stift ein gelbes Modul, dann den zweiten und den dritten Stift miteinander verbinden. Jetzt kommen zwei rote dran und vier gelbe. Und zwei rote. Wieder zwei gelbe. Die Reihe 12 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 13 an. Zweimal gelb, zweimal rot. Fünfmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder ganz links an. Einmal gelb auf den ersten Stift, den zweiten mit dem dritten verbinden,
Jetzt sind zwei rote Module dran. Fünf gelbe. Zwei rote und zwei gelbe. Jetzt gucken wir uns die Reihe 14 an. Zweimal gelb, zweimal rot, sechsmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Fangen wieder ganz links an. Den ersten gelben ziehen wir auf den ersten Stift drauf. Mit dem zweiten gelben verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Dann sind zwei rote dran. Und jetzt sechs gelbe. Wieder zwei rote und zwei gelbe. Auf den letzten Stift kommt gelbe dran. Die Reihe 14 haben wir jetzt fertig. Jetzt ist die Reihe 15 dran. Gucken uns die an. Zweimal gelb, dreimal rot, fünfmal gelb, dreimal rot. Wir fangen ganz links wieder an. Einmal gelb, zweimal gelb, sind zwei rote drauf. Und ab dieser Reihe machen wir drei rote dran. Jetzt kommen fünf gelbe. Wieder drei rote. Und zweimal gelb. Bei 15 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 16 an. Zweimal gelb, dreimal rot, sechsmal gelb, dreimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder ganz links an. Zweimal gelb, dreimal rot. Sechsmal gelb. Dreimal rot. Und zweimal gelb. Reihe 16 haben wir jetzt fertig. Jetzt ist die Reihe 17 dran. Die 16. Reihe haben wir jetzt fertig. Jetzt ist die 17. Reihe dran. Zweimal gelb, viermal rot, zweimal gelb. Einmal rot, zweimal gelb, zweimal rot, viermal rot und zweimal gelb. Also wir fangen wieder mit gelb an. Einmal, zweimal gelb, viermal rot, zweimal gelb, einmal rot, zweimal gelb,
viermal rot. Und zum Schluss zweimal gelb. Die Reihe 17 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 18 an. Zweimal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Also der Reihe nach. Wir fangen mit zweimal gelb an. Eins und zwei. Es kommen zweimal rote dran. Jetzt kommt einmal gelb dran. Zweimal rot. Einmal gelb. Zweimal rot. Einmal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot, und zweimal gelb. Die Reihe 18 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 19 an. Da benötigen wir zweimal gelb, zweimal rot, zweimal gelb, siebenmal rot, zweimal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder mit zweimal gelb an. Einmal gelb auf den ersten Stift mit dem zweiten gelben verbinden, zweiten und den dritten. Dann kommen zwei rote dran. Wieder zwei gelbe. Sieben rote. Jetzt wieder zwei gelbe. Zwei rote. Und zwei gelbe. Die Reihe 19 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 20 an. Zweimal gelb, zweimal rot, dreimal gelb, sechsmal rot, dreimal gelb, zweimal rot, zweimal gelb. Wir fangen wieder mit gelb an. Zweimal gelb, zweimal rot. Dreimal gelb, sechsmal rot, dreimal gelb,
zweimal rot. Und zweimal gelb. Die Reihe 20 haben wir jetzt fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 21 an. Zweimal gelb, zweimal rot, viermal gelb, fünfmal rot, viermal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Fangen wir mit gelb an. Zweimal gelb. Zweimal rot. Viermal gelb. Fünfmal rot. Viermal gelb, zweimal rot, und zweimal gelb. Haben wir die Reihe 21 fertig. Jetzt ist die Reihe 22 dran. Zweimal gelb, zweimal rot, fünfmal gelb, viermal rot, fünfmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen wieder außen mit einem Gelb an. Den ersten Stift kommt ein gelbes, mit dem zweiten gelben verbinden wir den zweiten und den dritten Stift. Dann sind zwei rote dran. Jetzt sind fünf gelbe dran. Sind vier rote dran. Wieder fünf gelbe. Wieder zwei rote. Und jetzt zwei gelbe. Hier die Reihe 22 fertig. Gucken wir uns die Reihe 23 an. Einmal gelb, zweimal rot, sechsmal gelb, dreimal rot, sechsmal gelb, zweimal rot, dreimal gelb. Wir fangen jetzt aber nicht an bei dem ersten Stift an, sondern bei dem zweiten. Verbinden den zweiten mit dem dritten. Dann ist auch schon die rote Farbe drin. Zweimal rot. Jetzt sechsmal gelb. Dreimal rot. Wieder sechsmal gelb.
zweimal rot und einmal gelb und ein Stift bleibt frei. Jetzt haben wir die Reihe 23 fertig, jetzt ist die Reihe 24 dran. Zweimal gelb, zweimal rot, fünfmal gelb, viermal rot, fünfmal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Da fangen wir wieder bei dem ersten Stift an und da verbinden wir den ersten mit dem zweiten Stift. Und mit dem zweiten gelben verbinden wir den dritten mit dem vierten Stift. Jetzt sind zwei rote dran. Dann sind fünf gelbe dran. Sind vier rote dran. Jetzt wieder fünf gelbe. Zwei rote. Und zwei gelbe. Mit dem letzten gelben verbinden wir die letzten zwei Stifte miteinander. Jetzt haben wir die Reihe 24 fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 25 an. Einmal gelb, zweimal rot, sechsmal gelb, dreimal rot. Sechsmal gelb, zweimal rot und einmal gelb. Mit dem ersten gelben verbinden wir den ersten, den zweiten und den dritten Stift miteinander. Der erste bleibt frei. Dann kommen zwei rote, sechs gelbe. Drei rote Module. Wieder sechs gelbe. Zwei rote, und der letzte gelbe Modul kommt dran und ein Stift bleibt frei. Jetzt gucken wir uns die Reihe 26 an. Da kommen mehrere Farben durcheinander, also zweimal gelb, zweimal rot, zweimal gelb, einmal rot, zweimal gelb, viermal rot, zweimal gelb, einmal rot, zweimal gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Wir fangen mit dem ersten gelben an und damit verbinden wir den ersten mit dem zweiten Stift. Mit dem zweiten gelben verbinden wir den dritten mit dem vierten Stift. Jetzt ist rot dran. Jetzt sind wieder zwei gelbe dran. Jetzt einmal rot.
zweimal gelb. Viermal rot. Zweimal gelb. Einmal rot. Zweimal gelb. Zweimal rot. Und zweimal gelb. Mit dem letzten verbinden wir die letzten zwei Stifte miteinander. So, die Reihe 27 ist auch ein bisschen kompliziert. Zweimal gelb, zweimal rot, einmal 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 gelb, zweimal rot und zweimal gelb. Also wir fangen mit einmal gelb an. Damit verbinden wir den zweiten mit dem dritten Stift. Wir fangen jetzt wieder mit dem gelben an und verbinden den zweiten mit dem dritten Stift und den vierten mit dem fünften. Dann sind zwei rote dran. Einmal gelb, zweimal rot. Einmal gelb, zweimal rot. Einmal gelb, zweimal rot. Einmal gelb, zweimal rot, einmal gelb, zweimal rot, und zweimal gelb. Eins bleibt dann frei. Die Reihe 27 ist fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 28 an. Zweimal gelb, siebenmal rot, zweimal gelb, siebenmal rot, zweimal. Also jetzt fangen wir bei dem dritten Stift an. Den ersten und den zweiten lassen wir frei. Den dritten und vierten verbinden wir. Also die zwei gelben in der Mitte. Jetzt verbinden wir mit dem zweiten gelben ein gelb und einmal rot. Und jetzt sind sieben rote dran. Sind zwei gelbe dran. Eins und zwei. Wieder sieben rote.
und wieder zwei gelbe. Und der Rest bleibt frei. Die Reihe 28 haben wir jetzt fertig. Jetzt ist die Reihe 29 dran. Zweimal gelb, sechsmal rot, dreimal gelb, sechsmal rot und zweimal gelb. Also wir fangen mit gelb an. Jetzt fangen wir bei dem vierten Stift an. So, 1, 2, 3 bleiben frei. Vierten und fünften verbinden wir miteinander. In dem nächsten verbinden wir gelb mit rot mit. Jetzt sind 6 rote dran. Dann 3 gelbe. Jetzt wieder 6 rote. Und 2 gelbe. Und jetzt haben wir die Reihe 29 fertig. Jetzt ist die Reihe 30 dran. 2-mal gelb, 5-mal rot, 4-mal gelb, 5-mal rot und 2-mal gelb. Also mit dem ersten gelben verbinden wir wieder die zwei mittleren gelben miteinander. Mit dem zweiten gelben verbinden wir den gelben und den roten. Es sind 5 rote dran. Es sind 4 gelbe dran. Wieder 5 rote. Und 2 gelbe. Die Reihe 30 ist fertig. Jetzt gucken wir uns die Reihe 31 an. 2-mal gelb, 4-mal rot, 2-mal gelb, 1-mal leer, 2-mal gelb, 4-mal rot und 2-mal gelb. Wir fangen wieder mit gelb an und verbinden die zwei gelben in der Mitte miteinander. Dann ist wieder gelb und rot dran. Mit gelben verbinden wir das. Jetzt sind die 4 rote dran. Und 2 gelbe dran. Dann lassen wir 2 gelbe frei. Und wieder 2 gelbe dran. Es sind 4 rote dran. Und zum Schluss 2 gelbe Module. Es
So, die Reihe 31 haben wir fertig. Jetzt ist die Reihe 32 dran. Zweimal gelb, dreimal rot, zweimal gelb. Dann lassen wir zweimal frei, zweimal gelb, dreimal rot und zweimal gelb. Also wir verbinden da wieder die zwei gelben miteinander in der Mitte und dann als nächstes einen gelben und einen roten, beide mal mit gelben. Jetzt ist rot dran, dreimal rot. Wieder gelb dran, zweimal gelb. Jetzt lassen wir vier frei, 1, 2, 3, 4. Den fünften mit dem sechsten verbinden wir. Jetzt verbinden wir gelb mit rot. Sind drei rote dran. Und zwei gelbe. Jetzt gucken wir uns die Reihe 33 an. Da sind nur noch gelbe. 2, 4, 6 und 2, 4, 6. Und wir fangen wieder bei diesen zwei gelben an. Jetzt verbinden wir gelb mit rot. Zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste. Jetzt lassen wir 6 Stifte frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bei dem 7., 7. und 8. verbinden wir jetzt miteinander. Jetzt verbinden wir den gelben und den roten Stift miteinander. Das ist der zweite Modul. Dritte. Vierte. Fünfte und sechste. So, jetzt ist die letzte Reihe dran. Da sind jeweils 5 gelbe dran. Also wir fangen bei dem zweiten Stift jetzt an von der letzten Reihe. Verbinden den zweiten mit dem dritten. Vierten mit dem fünften, dritten, sechsten mit dem siebten, achten mit dem neunten, zehnten mit dem elften, und jetzt lassen wir 8 Stifte frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den 9. mit dem 10. verbinden wir jetzt. Dann sind die letzten 5 Module dran. Und jetzt haben wir unser Herzchen fertig gemacht. Können wir das so hinlegen? Und das ein bisschen drehen lassen, so wie das jetzt ausschaut. Mal ein bisschen drauf drücken, dann wird es ein bisschen gerader. Zusammendrücken. Und
Okay. Sieht das auch schön aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.